Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier aus der Dungeon Map. Wir sind hier stehen geblieben. Wir sind noch einmal in der letzten Folge zurückgelaufen und haben die Mechanismen aktiviert. Und ja, können hier weitergehen. Und dort haben wir auch noch eine Tür. Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher. Ich entscheide mich, glaube ich, erst einmal für den linken Weg. Und dann weiß ich, dass ich dort auch noch mal wohin komme. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. What the fuck ist das denn wieder? Ey, diese Zombies. Gleich zum Anfang der Folge hier. Und dann auch noch diese Wächter hier. Das kann ich ja jetzt nicht glauben. Das war eine Falle. Ja, nice. Okay, darauf war ich nicht so ganz vorbereitet. Ja, die kleinen Lümmel. Okay. Ich dachte, dabei war Schönes drin. Dabei war es eine Falle. Tja, so kann man drauf reinfallen. Ja, man kann in die Falle reinfallen. Ja, man kann drauf reinfallen und man kann auch hineinfallen. Da muss man aufpassen, sage ich euch. Jo, was ist das hier? Sieht ganz schön. Ja, okay. Ich weiß schon, was mir blüht. Okay, okay. Und am Ende ist sowieso nirgendwo was drin. Ich weiß es jetzt schon. Oh, ja doch, da ist doch was drin. Da ist eine Leiter drin. Da gehen wir nochmal runter. Und da haben wir eine Schatztruhe. Oh, ich bin immer so voreilig. Ich dachte schon wieder jetzt, ja, na gut. Hier wäre es unwahrscheinlich gewesen, dass hier Monster erscheinen. Obwohl, man weiß ja nie. Haltbarkeit. Was habe ich hier? Zucker. Ja, Zucker brauche ich nicht. Ich wüsste jetzt nicht wofür. Könnte ich mir vielleicht noch einen Kuchen backen, aber nee. Muss nicht sein. So auf Bäcker ist nicht so mein Stil. Kuchen backe ich nicht so gern. Hier ist nochmal ein tiefes Loch. Jo, alles klar. Dann gehen wir da nochmal runter, würde ich gucken. Ah, und hier haben wir noch eine Schatztruhe. Oh, drei Ofenkartoffeln. Jetzt wird es, glaube ich, Zeit, das Flint loszuwerden. Und oh, eine Steinaxt. Steinaxt ist immer gut. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und noch ein Hebel. Ja, jetzt haben wir wieder jede Menge Hebel. Das heißt, es kommen noch jede Menge Türen. Und ich wollte gerade sagen, hallo. Hallo, hallo. Ich möchte hier raus. Ja, so viel dazu. Okay. Irgendwie komme ich da nicht raus. Da ist irgendwie die Klappe im Weg. So. Da muss ich die Klappe halt erstmal zumachen. Aufmachen, abbauen. So, da haben wir es. Irgendwie haben sich gerade so ein paar Objekte erzeugt und dann müssen wir mal aufpassen, nehmen wir die drei Ofenkartoffeln erst. Kann ich irgendwas reparieren? Ja, Dungeon kann man immer viel reparieren, aber das Problem ist, meine Lederjacke und allen Kram ist schon angeschlagen, aber ich weiß nicht, die zwei Eisen dafür ausgeben. Ich hoffe, ich finde noch mal neue Rüstung. Jetzt könnte ich sie gebrauchen. Alter. Was war das? Irgendwie hat sich das nicht so ganz gesund angehört. Ich überlege gerade, ob ich diese Kohlenblöcke mitnehme. Kann ich die denn... Ah, nice. Okay, Kohle. Was ist denn da drinnen los? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist irgendwie nicht so gut. Das ist irgendwie gar nicht so gut. Wächterspinnen. Okay. Ja, wahrscheinlich.
Vielleicht wäre es sinnvoll, Druckplatten abzubauen. Dass hier die Spinnen nicht nachspawnen. Ich glaube, das ist der Plan. Weil irgendwie spawnen die hier unendlich. Ich das gerade merke. Worauf hier noch 100.000 Stück spawnen. Wie es jetzt schon zu viele sind. Denn das macht, glaube ich, mein Schwert nicht mehr länger mit. Obwohl, macht noch ein bisschen mit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Das sind zu viele. Leute, das sind einfach zu viele. Ich weiß nicht, aber... Okay. Wir haben very nice Equipment und werden hier direkt von den Zombies überfallen. Nimm es mit einfach. Nimm es einfach mit. Nee, ich hab jetzt gar keine Lust auf dich, du Baby-Zombie, Alter. Komm. Was hat mich jetzt gehittet? Ah ja. Boah, Mann. Ist ja wahnsinnig. Das bringt mir nichts. Das ebenfalls nicht. Haha. Rein und drauf, würde ich sagen. Oh ja, komm. Wenn jetzt die Creeper explodieren würden, das wäre so nice. Okay. Das war schon mal nice. Ja, klar. Und da war ich wieder weg. Ist gerade ein bisschen schwierig. Okay, ich könnte den Baum abbauen und könnte mir noch. Ah, Mann. Ja, okay. Naja, so viel dazu. Überlege gerade, bringt das jetzt was, aber komme ich gar nicht durch. Ich komme jetzt gar nicht dazu, den Baum abzubauen. Viel zu riskant. So viele Monster hier. Oh nein, 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 nicht dieser Rundweg. Ah, fuck. Hier ist ein Zombie noch. Soll ich denn hier weiterkommen? Hier lang. Bin schon wieder voll angeschlagen. Ich glaube, meine Sachen sind mittlerweile, glaube ich, futschi. Ah, ist das scheiße. Vor allen Dingen die ganzen Sachen hier. Alter Schwede. Nee, komm. Jetzt bekommt er aber ordentlich. Ja, komm. Komm her. Ich muss diese Druckplatten so schnell wie möglich entfernen. Die sind so lebensgefährlich. Nicht bevor hier noch mehr Zombies Spinnen spawnen. Das war jetzt schon gar nicht mal so schlecht. Komm, ich räume mal kurz auf. Dass ich mal schnell die anderen Sachen hier wieder aufheben kann, denn ich weiß nicht, wann die verschwinden. Ich habe gesehen, da ist noch ein Skelett. Mal grob. Ja, komm. Ich hau hier auch mit der Steinaxt um. So. Ja, das geht sogar noch schneller. Wunderbar. So, gucken wir mal. Hier haben wir noch ein Schwert. Boah, okay. Ich muss erstmal sortieren. Erstmal lege ich mir meine Rüstung wieder an. Was noch davon übergeblieben ist. Okay, haben wir hier noch was reingetan. Wir setzen noch erstmal hier Fackeln hin, dass hier nicht große Monster nachspawnen. Das muss ja auch nicht unbedingt sein. So, jetzt gucken wir mal. Ganz entspannt und easy. Jo. Die Werkbank haben wir noch. Das Wichtigste haben wir eigentlich noch wieder eingesammelt. Ein Ofen fehlt. Naja, macht nichts. Gut, die Lederrüstung war eh schon angeschlagen. Der Bogen. Was ist das für ein Bogen? Den braucht doch kein Mensch. Das weg. Ja, den Rest lassen wir erstmal das raus. Ich bin mir nicht sicher,
Aber ich kann mir mal ein paar Blöcke davon herstellen. Ich weiß nicht, ob ich sie noch brauchen werde. Aber ja, vielleicht, ne? Die Blöcke, Kohleblöcke. Ach, warum setze ich den da hin? Ach, den muss ich doch in Inventar. Ja, den muss ich in Inventar zerkleinern. Ich wollte ihn gerade hinsetzen und zerstören und ich dachte, ich bekomme die Kohle hinaus. Ja. Ja. Da habe ich mal wieder nicht drüber nachgedacht. Und dann haben wir erstmal genug Fackeln auf jeden Fall. Dann sind wir erstmal versorgt. Ein Weilchen. Okay, muss ich irgendwas mitnehmen? Ist irgendwas so wichtig? Vielleicht noch ein paar Blöcke von denen. Da ist noch eine Tür. Okay, da sehe ich schon eine Schatztruhe hinter. Da können wir eigentlich auch noch mal reingehen. Oh, nice. Nice. Hier haben wir etwas Rüstung. Das kommt genau richtig. Was brauchen wir denn? Brust und... Ja, natürlich gibt es keine Hose. Das ist ja klar. Ich weiß jetzt nicht, glaube ich, habe mal gehört, Gold soll nicht so gute Rüstung sein. Ah, er baut wieder das ganze Ding ab. Uiuiuiui. Und die Kappe tue ich gleich mal in die Schatztruhe rein. Was haben wir hier? Ein Bogen, ganz normalen Bogen. Da haben wir den Verzauberten noch. Oh, wir haben, jawohl, wir haben den zweiten Diamantenschlüssel gefunden. Ja, und einen normalen Schlüssel haben wir auch noch. Dann würde ich sagen, das wäre es erst einmal wieder hier in dieser Folge. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge weitermachen. Und ich sage erst einmal wieder, schaltet wieder ein und macht's gut.